Auf der Map Cliffs sehen wir uns heute wieder. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Dankeschön erstmal dafür. Eine Map, die ich wirklich selten spiele. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe mich hier mal genau zwischen die Berge gesetzt und die beiden Inselhälften sozusagen, um zu gucken, ob ich von da aus heute was rocke. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr solche Maps spielt. Allgemein diese etwas komplexeren Maps. Ich finde, die sind auch echt spannend. Ich tue mir aber echt schwer, hier zu gewinnen. Also deswegen mal gucken, wie oft ich diese Aufnahmen noch mache mit Cliffs. Aber ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey Ralf, davon will ich mehr sehen. Würde mich mal interessieren. Ansonsten denkt dran, Glocke abonnieren, tralala. Ich mache mal ein bisschen schneller und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es wirklich darum geht, die Bots platt zu machen. Wir haben leider oben, also Richtung Norden, wie ihr sehen könnt, zwei Bots mit meiner Farbe der Allianz. Das ist ein bisschen schlecht, deswegen hoffe ich, dass von oben die Bots, die andersfarbigen Bots, runterkommen. Kann natürlich sein, dass über mir jetzt schon der Grüne ein Spieler ist. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, aber ich habe mich erstmal darum gekümmert, dass ich das so viel Platz wie möglich mitnehmen kann. Und ich glaube, auf die Insel hier komme ich nicht drauf. Nee, schade. So, wir haben Frankreich hier rechts von uns. Über uns ein Spieler mit 12.000. Super, den kann ich richtig schön platt machen. Und der war auch noch so dumm, also das muss man so sagen, und hat den Bot angegriffen. Wenn ich unter mir doch einen Gegner sehe, der viel mehr Einheiten hat, dann tue ich doch nicht den Bot platt machen, der mich davor schützt, dass der mich weiter angreift. Der Move von dem Spieler hat mir gerade wirklich die Tür aufgemacht, um noch weiter zu expandieren, was in diesem Moment wirklich richtig, richtig gut ist. Den Bot da oben kann ich mir auch noch schnappen. Den roten links. Ah, schade. Kommt der? Ist das über mir ein Spieler oder ein Bot? Ah, shit. Kommt der an den Bot ran? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass oben rechts die Bots die Nieder platt machen. Oder was ist das für eine Farbe? Ich würde mal fast sagen Nieder. So, links neben mir haben wir Dubstep Turtle. Auch gut besetzt. Und Frankreich und ich teilen uns auf jeden Fall definitiv hier eine Grenze. Da oben lila greift die grünen Bots an. Guck mal, der lilane Bot da oben hat sogar den roten angegriffen. Oh, das ist gut für mich. Guck mal. Oh, sehr gut, sehr gut. Bot los hier. Oh, yes. Das ist für mich gut. Da komme ich nämlich oben an die Bots ran. Oh ja, das ist viel Gebiet für mich, das ich noch mit einnehmen kann. Das ist wirklich gut. Der Player rechts von mir, der hat es aber auch gut gemacht. Der hat auch richtig viel Gelände. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich noch ein bisschen mehr bekomme. Weil ich bin an Rot und Grün. An Frankreich bin ich dran und an dem Dub-Typen. Aber Frankreich kann ich easy einnehmen. Frankreich hat zwar echt viel Gelände, aber gar keine Einheiten. Seht ihr das? 85.000. Da geht nicht viel bei Frankreich. Jetzt ist halt die Frage, komme ich an den Bots vorbei? Die haben nämlich da auch schon Boote hingeschickt. Oh Gott, wird es knapp! Oh, Bot, Alter! Ich dachte schon, der Bot nimmt mir den Weg nach da unten weg. Weil das ist natürlich viel Land. Der Player kommt auch von rechts. Frankreich haben wir auch schon mal im Sack. Links ist Grün auch schon abgehauen. Seht ihr das? Neben Dubstep, der Typ ist rausgegangen. Ich hole mir noch die Insel da unten. Ich hoffe, da komme ich schnell runter. Und dann komme ich da unten auf die Bots ran. Guck mal, wie geil ist das denn? Und den roten kann ich auch noch angreifen. Also ich denke mal, dass Player rechts über die Insel geht. Hier oben passiert gerade nicht viel. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass der mich angreift. Naja, gut. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Auch auf die Inseln komme ich recht schnell rüber. Ist das ein Bot oder ist das dieser Old Rich? Ich glaube, das ist der Old Rich, der da ist, der Grüne. Manchmal sieht man leider aufgrund der Farbe nicht so gut, wo was ist. Der Dubstep-Typ hat da oben einfach ein Boot rüber geschickt. Zu mir seht ihr das. Deswegen habe ich auch mal ein Boot rüber geschickt auf seine Insel. Ah, ich greife diesen Old Rich da an. Ich glaube, als ich das gespielt habe, habe ich nicht gepeilt, dass es nicht der Bot ist, sondern dass es ein Spieler ist. Hier ist auch ganz witzig. Am Meer ist immer Boote hin und her schicken, um gegenüber wieder Land zu stehlen, sag ich mal, vom Gegner. Jetzt gucken wir mal, dass der Player da rechts mir ein bisschen ja, Einheiten gibt, weil da oben Dubstep wird schwierig. Dubstep wird für mich schwierig. Gut, jetzt schnappt er sich da unten das ganze Gebiet. Ist natürlich, ja gut, okay, solange mich supportet, was ist denn mit diesem NL-Typen da unten los? Seht ihr den? NL Wok? Der chillt auch schon die ganze Zeit und da passiert nicht viel. Aber gut. Na gut. Also, ihr seht, Dubstep geht voll auf mich drauf. Der macht mich gerade platt. Mein Boot kann ich dann rüberschicken, weil ein Stückchen Land von mir noch da ist. Das ist super.
Ich finde im Übrigen auch eine wichtige Sache, wenn ihr Boote schickt, wird das Land eingenommen, egal ob der Gegner viele Einheiten hat oder nicht. Und das hat er gerade sehr schlau gemacht. Er hat genau als das Boot angelegt hat, einen Gegenangriff gestartet. Somit wurde mein Boot sofort, der Angriff sozusagen sofort, platt gemacht. Also dieser Dubstep-Turtle weiß, wie man das Spiel spielt. Der kommt jetzt auch an die Grenzen ran, wo er Bots holt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von hier Player rechts, der auf seinen 20 Millionen hockt und er gibt mir keine Einheiten. Ich krieg nur von Bots Support. Also das ist wohl mit der schlechteste Teammate, den ich schon seit langem gesehen habe. Seht ihr es rechts? Der kann noch nicht mal mehr wachsen. Was erwartet ihr? Also das ist, ich meine, vergesst bitte nicht, Territorial ist ein Teamgame. Wir spielen hier ein Teammatch. Farbe gegen Farbe. Warum schickt mir dieser Arsch keine Einheiten? Also das ist wirklich katastrophales Verhalten von dem. Der Wok-Typ sitzt auf seinen Einheiten, schickt mir nichts. Der Player-Typ sitzt auf 20 Millionen, schickt mir nichts. Die warten einfach nur, bis der Rote runterkommt. Okay, endlich greift mal einer an. Ey. Bis der Rote runterkommt, jetzt ist er, glaube ich, ist immer noch an meiner Grenze. Wie gesagt, also ich blick nicht, was der Player da macht. Einfach ein sehr schlechter Spieler. Der sitzt da unten auf seinen 21 Millionen, bewegt sich kein Stück, wächst auch nicht mehr und tut nichts. Also das ist schon echt grauenhaft schlecht. Also da platzt mir fast die Hutschnur gerade. Wenn man das so sieht. Jetzt muss ich mich mit meinen 2,5 Millionen gegen Dubstep da oben irgendwie wehren. Also ganz ehrlich, das ist schon Trauer. Der Typ ist einfach schlecht, ey. Ja, der kriegt einen Facepalm von mir, weil er einfach dumm ist. Anders kann man das nicht sagen. Da kann man auch nicht drum rumreden, ist einfach ein Honk. Also, ich verstehe, ja, wie gesagt, ich möchte jetzt noch nicht weiter drüber reden. Jetzt darf ich mich hier mit so Kleinigkeiten da rumkämpfen, wo ich so Boote rüberschicken kann. Der hätte mir, guck mal, ich bin da noch 1,5 Millionen, ey. Das ist schon echt grauenhaft. Und der Player sitzt auf 21 Millionen Einheiten rum. Also, puh, da muss man erstmal wusa tief durchatmen. Irgendwas hat er da oben gemacht, der Typ, der Player. Irgendwas hat er jetzt gerade geschnallt. Jetzt hat er nämlich 3 Millionen weniger. Vorhin hat er noch 21. Aber mir hat er keine geschickt, definitiv. Vielleicht schickt er dem Wok welche, aber auch viel zu wenig. Der könnte einfach mal locker easy 10 Mille verteilen auf uns beide und dann wäre dieser Dub-Typ weg. Wie gesagt. Oh Gott, Player hat mir Einheiten geschickt. Holy shit, er ist aufgewacht. Oh mein... Da drehe ich ja gleich durch. Der Player hat mir Einheiten geschickt. 1,4 Millionen. Nach gefühlten 5 Minuten hat das endlich mal gepeilt. Also, wirklich, ey. Also, ja, wie gesagt. Ja, hier. Turtle ist am Schlafen, ist auch kein Wunder, weil der Player schon... Der ist schon wieder da unten. Ist wieder gecapped auf 21 Millionen, ey. So ein Volltrottel, ey. Da tut mir echt alles weh. Da tut mir einfach alles weh. Also, ich bin selbst überrascht, dass ich die Runde weitergespielt habe, weil ich schon alleine nur, wenn ich es jetzt ansehe und kommentiere, einen halben Herzkasper bekomme. Das regt mich dezent auf. Ja, wie gesagt, ich blick's nicht. Jetzt hat mir der Player wieder 1,3 Millionen geschickt, vielen Dank. Manchmal ist aber auch so, also der hat's natürlich verkackt, weil er es viel zu spät gemacht hat. Manchmal ist es auch so, aufgrund der Entfernung, aber wir sind direkt Grenze an Grenze, wir haben keine große Entfernung zueinander, dass man manchen Leuten keinen Support schicken kann. Das ist auch manchmal der Fall. Also, das passiert, wenn man jemand wirklich was schicken will, geht's manchmal nicht. Aber ihr seht, anscheinend geht's jetzt doch gerade wieder. Jetzt habe ich schon wieder 4 Millionen. Ich muss Boote schicken, irgendwie muss ich den ja auch angreifen. Ich hoffe, dass der Player auch dem Wok da drüben ein paar Einheiten schickt, weil sonst wird es einfach nur mega anstrengend, ey. Ich schicke die ganze Zeit Bötchen, weil... jetzt hat er mir 3 Millionen geschickt. Wow. Player, Alter. Übertreib's nicht gleich, ey. Wie gesagt, vorhin, ich bin mir gar nicht sicher, als ich meinen Rage-Anfall hatte, da hatte ich ja bestimmt nur so 7 Millionen oder sowas. Also bestimmt das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Ah, Dubstep verliert. Oh, 10 Millionen. Oh Gott, der hat gerade 5 Millionen, mit 5 Millionen den Wok angegriffen. Wahnsinn. Und der Player-Typ da unten, der verliert sogar Land. Seht ihr das unten rechts gegen den weißen Bot? Ich würde echt sagen, also... Da ist einfach mal Däumchen drehen angesagt. Okay, Player hat mich mit 200, 300.000 Einheiten versorgt. Ich glaube, langsam liegt es daran, dass ich einfach zu wenig Land habe. Ah, ich habe viele Schiffe unterwegs. Holy shit, wo habe ich denn die ganzen Schiffe hingeschickt? Ich glaube, ich will die Insel da haben, die kleine.
um da von da aus besser angreifen zu können. Ich weiß aber auch nicht, warum Player immer auf seinen 14 Millionen hockt. Der hätte doch links dem Wok schon längst mal 5 Mille schicken können. Und Wok ist, glaube ich, gerade gecapped auf 7 Millionen. Also das ist eigentlich eine Runde, wo man echt Durchhaltevermögen braucht. Weil es einfach so katastrophal läuft. Ich bin selbst entsetzt, wie beschissen die anderen spielen. Also tue ich mir wirklich schwer, noch ein paar da noch irgendwie was Positives dran zu sehen. Ich weiß aber selber nicht mehr, wie das Spiel ausgeht. Das ist ja der Witz an der Sache. Ich habe die Aufnahme auf jeden Fall gespeichert. Das bedeutet, irgendwas lohnt sich hier. Bis jetzt ärgere ich mich nur. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel analysieren würdet. Oder wie ihr das hier seht, was hier gerade passiert. Wo man hätte besser agieren können. Wo habe ich vielleicht Fehler gemacht? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Oder was hättet ihr anders gemacht als ich? Oder eben als auch die Gegner. Dieser NL Wok da links, der ist gleich RIP. Ich glaube, wenn Wok drauf geht, hat endlich Player eine Angriffszone. Also, weil ich blick's nicht mehr. Also ich bin gerade selbst ein bisschen überfordert bezüglich, was passiert. Aber gut. Wir haben uns hier in der Mitte auch einen schönen Fight gegeben mit dem Boden. Ihr seht es ja selbst. Mal gucken. Ich glaube, Wok macht jetzt einen Full Send. Aber dann sind auch noch die Bots da unten. Seht ihr die Bots zwischen Wok und dem Player? Da sind noch viele Bots dazwischen. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Also Wok ist auf jeden Fall jetzt Tilt. Der ist jetzt draufgegangen. Da sieht man mal, wie beschissen Player gespielt hat. Der Player hat jetzt auch nur noch 13 Mille. Oh Gott, der Player hat endlich ein Boot. Das ist ein Boot. Er hat ein Boot hochgeschickt. Player hat ein Boot hochgeschickt. Ich glaube, ich drehe am Rad. Endlich. Ich drehe am Rad, Alter. Oh Gott, ey. Das war echt ein Match, ey. Das Boot habe ich gar nicht gesehen. Wow, das war verrückt, ey. Also, ich würde sehr gerne mal eure Kommentare zu diesem Match hören. Und jetzt ist der Player auch noch rausgegangen. Seht ihr das? Jetzt hat er auch noch das Match verlassen. Alter Schwede, ey. Ich drehe am Rad. Jetzt hat er... Hätte er das nicht einfach schon vor 10 Minuten machen können? Unglaublich. Unglaublich. Naja gut, dann hole ich mir halt die ganze Weltkugel, sag ich schon hier, die Insel und gewinne das Spiel alleine. Also, krass. Wie gesagt, euer Feedback gerne in die Kommentare. Wir haben es dann trotzdem noch gerockt und gewonnen, was ganz geil ist. Was aber wirklich ein crazy Match war. Deswegen bin ich auch nicht so ein großer Fan von den Inseln. Aber der Spieler, der Player-Typ, der war richtig, richtig Rotz. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Würde mich auch über ein Like freuen. Denkt bitte dran, supportet mich auch mit Kommentaren etc. Und vielleicht sehen wir uns immer auf meinem Discord. Kommt mal vorbei, wenn ihr Territorial spielt. Und sagt mir Bescheid, da gibt es eine Rolle. Die bekommt ihr dann gerne. Macht's gut, ich bin draußen. Schönen Tag euch noch. Ciao, ciao. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. You are the one.